Willkommen zurück bei Minecraft. Ich schalte jetzt mal auf Easy und dann würde ich sagen, fangen wir an mit der Höhlenerkundung. Halt, Moment, noch ein paar Programme schließen. Verdammt. Okay, jetzt da. Das müsste nicht mehr so hängen. Hoffe ich zumindest. Gut, unsere Schiffchen sind ja im letzten Part befreit worden. Hey, Minischiefchen! Okay. Ach ja, wir haben ja noch ein paar, wir haben ja noch unser Bett in der Hand. Ach verdammt, mir fällt gerade ein, wenn wir jetzt sterben, ne? Dann sind wir wieder in unserer alten Welt, weil unser Bett ja kaputt oder gedroppt wurde. Wir können gleich mit der Höhlenerkundung anfangen. Zuvor muss ich noch ein paar Vorbereitungen treffen, und zwar... Ich glaube, das haben wir schon im letzten Part gemacht, kann das sein? Weil es sieht so aus, als hätten wir schon das ganze Zeug da, was wir brauchen. Ein paar Melonen vielleicht noch mitnehmen, dann, ja, diesen Trank vielleicht auch noch. Was braucht man denn noch so in der Höhle? Das hier und ein Ersatzschwert vielleicht, obwohl ich glaube, dass unser Schwert noch halten wird. Dann Stöcke. Den Fisch, den lagern wir mal herein. Die Steinziegel und das ganze Zeug auch. Dann die Holzspitzhacke, die ist ja völlig useless. Die ist ja beim ersten Draufkratzen an einer Wand schon kaputt. Okay. Ja, gut, jetzt müssen wir eine Höhle finden, bevor es Nacht wird, weil ich habe jetzt keine Lust, jetzt da wieder nachts herumzusuchen nach einer Höhle. Halt, Moment, ich muss mein Schwert noch ins Inventory legen, so ungefähr. Die Ho, die brauchen wir eigentlich nicht, Mann, ich habe noch so viel Krempel dabei, was ich nicht brauche. Zum Beispiel diese Ho da. Dann die Samen brauche ich auch nicht. Ich glaube, die Musik ist ein bisschen laut, aber egal. Dann ist die Musik jetzt halt ein bisschen zu laut. Aber das ist nicht, was mich wirklich umhaut. Also gut, ich versuche mich jetzt irgendwie zu drücken, aber jetzt geht's los. Halt, nein, ich brauche noch einen... Nein, brauche ich nicht. Doch, nein, doch, nein. Egal, komm, los, ich spring mal einfach mal ins kalte Wasser. Ich habe auch Glas dabei. Ja, ich weiß. So, jetzt geht's aber wirklich los. Halt, nein, nee, jetzt aber echt. Jetzt gibt's kein Gedrücke mehr. Jetzt wird's ernst. Noch ist die Musik fröhlich, aber später in so 10 Minuten, dann fängt die Hölle erst richtig an, obwohl wir gar nicht in der Hölle sind, sondern eher in einer Höhle. Und da ist wieder unser Bötchen, was uns damals hergebracht hat in die Welt. Alles klärchen. Vielleicht finden wir hier ja ein bisschen Clay oder so im Wasser, aber ich glaube nicht. Ist ja jetzt auch egal. Jetzt brauchen wir Eisen. Das ist jetzt die wichtigste... Priorität. Soll ich da reingehen? Moment, erstmal hier ein paar Fackeln. Na, warum nicht? Werfen wir einfach mal einen Blick da rein. Ist es Schnee da hinten? Wie kommt der Schnee dorthin? Achso, das Wasser. Ja, mit der Textur sieht das Ganze aus wie Schnee, deswegen habe ich mich gerade ein bisschen gewundert. Ah, ich will da gar nicht rein. Moment, hier ein bisschen in Erde vielleicht noch. Machen wir es eben wieder auf diese Methode. Ich hoffe, da kommt jetzt nichts. Okay. Gut, das scheint nichts zu sein. Alles klärchen, hier war nichts. Das ist ja schon mal ein kleines... Ja, das ist ja schon mal... Alter, scheiß Leck, jetzt bin ich da kurz reingeflogen, ey. Moment, das tue ich jetzt fixen. Nein, nicht zurück zum Hauptmenü. Ah. Jetzt spielen wir mich Drone. Und die Musik ist laut, ich weiß. Ja, wobei, ich muss jetzt eh die Playlist wechseln, weil wir jetzt in der Höhle sind. Moment. Das haben wir gleich. Höhle. Ich lösche jetzt mal die Playlist runter und dann hier Höhle.
So, die drehen wir mal ein bisschen lauter, die Musik, weil die Höhenplaylist ist allgemein ein bisschen leise. Okay. Gut. Hat nein, die Einstellungen noch verändern. Grafikeinstellungen, weiche Beleuchtung, Maximum. Machen wir mal die Sichtweite runter, in der Höhle brauchen wir gar keine Sichtweite, ich setze jetzt mal auf gering. Gehbewegung an, Wolken aus, okay, Vollbild habe ich auch mal auf ausgestellt, Partikel manchmal verringert. Gut, und jetzt müsste es nicht mehr laggen, hoffe ich zumindest. Mann, ich hätte es vor dem Let's Play anpassen sollen, ich weiß. Oh Gott, es wird Nacht. Nicht gut. Ich sperre jetzt mal so um die Ecke, vielleicht finde ich da irgendwas. Spitzhacke ins Inventory. Warum haben wir unsere Diamantenspitzhacke dabei? Oh Gott. Oh Gott, da hinten ist auch ein bisschen dunkel. Hier ist ein bisschen Wasser. Und hier ist das erste Eisen. Aber zuvor möchte ich hier noch schauen, was da ist. Bitte eine Sackgasse, bitte eine Sackgasse. Na gut, es ist zwar nicht direkt eine Sackgasse, aber hier geht's weiter, aber ich lasse es momentan noch zu. Es wird Nacht. Moment, das haben wir gleich. Ich habe keinen Bock, dass da wieder was runterkommt, wie bei unserer allerersten Höhenerkundung, wo ich damals einen Herzinfarkt bekommen habe. Mit diesem Skelett und so, ne? Nee, das tue ich mir jetzt nicht nochmal an. Gut, und übrigens, es ist lange her, seitdem ich wieder Minecraft spiele, es ist, glaube ich, ungefähr einen Monat her, seit ich den letzten Part gemacht habe. Es ist ja mitten in der Let's Play Pause. Und wenn die Let's Play Pause läuft, bin ich so blöd und nehme auf. Für morgen, weil morgen ist Sonntag. Ihr seht immer ein Part wahrscheinlich jetzt gerade am Sonntag. Wenn ihr meine Let's Plays regelmäßig schauen solltet. Alter, was ist denn das hier für ein Bergwerk? Oh Gott. Ich habe Angst. Nein, habe ich nicht. Halt die Fresse, du hast keine Angst vor den Viechern. Es sind nur pixelige Scheißviecher. Die können hier nichts. Jetzt nehmen wir erstmal das Eisen mit. Gut, wo ist hier denn noch etwas? Da klebt noch Eisen an der Wand. Wahrscheinlich ist es gar keine große Höhle, aber wir können ja noch da hinten nachschauen, da geht es ja auch noch weiter. Hier ein bisschen Kohle brauchen wir ganz dringend für ein paar Steinziegel-Dinger. Gut, hier haben wir ja alles geclosed. Ja, nehmen wir noch die Ressourcen von da hinten mit und dann können wir hier hinten weitergehen. Oder wir können uns durch dieses Gravel da durchgraben, das wäre auch eine Möglichkeit. So, okay, dann hier mal diesen Stein da weg, der steht sehr ungünstig. Gut, dann springe ich mal darauf auf die Gravelwand ist richtig. Das ist richtig. Das ist eine Gravelwand. Und dann geht's auch noch weiter. Ah, da sehe ich schon den ersten Bewohner der Höhle. Ein Höhlenmensch! Begrüßen wir ihn freundlich. Verdammt, keine Pfeile. Warum habe ich den Bogen dann dabei? Verdammt. Regal. Da kommt noch einer. Stirb! Verdammt, jetzt habe ich meine Fackel zerstört, egal. Moment, ich muss mein Inventar ein bisschen verwalten, dass hier Fackel neben dem Schwert. So, jetzt. So, Vorsicht ist das Wichtigste in einer Höhle. Nicht so durchrennen wie der Gronkh. Der Gronkh macht es total falsch, auch wenn er dadurch sehr viele Ressourcen gesammelt, aber das ist ja nicht der Sinn der Sache, dass man stirbt, ne? Dafür stirbt der Gronkh häufiger als ich. Ich sterbe hier nur sehr selten im Let's Play. Ich glaube, das letzte Mal, wo ich gestorben bin, war in Part 1, glaube ich, ne? Keine Ahnung, weiß ich gar nicht mehr. Also in Part 1 bin ich ja gestorben durch einen Creeper.
Ja, wenn man schon vom Teufel spricht. Nein, da kommen gleich zwei. Verpiss dich! Nein, das schöne Schießpulver! Scheiß Creeper. Mann, warum hast du so... Boah! Was für ein fettes Kackloch, ey. Okay. Schließen wir das ganze Creeper-Loch einfach mal so. So, okay, weiter geht's. Aha, da teilt sich wohl die Höhle in zwei Wege. Wie ich es mag. Okay, hier scheint nichts zu sein. Ich nehm's zurück. Hier ist anscheinend eine Creeper. Ein Creeper-Heim oder so. Ich schick dich ins Creeper-Heim. So, hier alles schließen. Und später wieder aufmachen. So, jetzt. Mann, wir gehen langsam die Fackeln aus. Oh, schade, ich habe gedacht, das wäre so Holz von so einer Minendingens. Aber es ist doch nur Sandstein. Jetzt sind wir anscheinend unter Meer, glaube ich. Und hier ist wieder ein bisschen Eisen. Gut, das hätten wir... Was? Also, der kommt wahrscheinlich von da, von dieser Höhle. Da ist wahrscheinlich jetzt gerade ein Zombie gespawnt oder so. Aber egal, nehmen wir zunächst noch das Eisen mit. Haben wir Zeit, uns ein bisschen zu erholen. Hä? Komisch. Dieser Lektor, der hat gerade irgendwie was aufblinken lassen, habe ich gesehen. Naja, egal. Was tut man nicht alles für Ressourcen? Schauen wir mal nach, was da ist. Na, jetzt aber! Okay, ich kann da nichts platzieren, keine Ahnung warum. Egal, nehmen wir hier noch die Kohle mit. Kohle! Ich mache hier, macht ihr in dem Let's Play richtig viel Kohle. Und der Gronkh, der verdient Doppelkohle, der sammelt Kohle und durch seine Partnerschaft mit YouTube verdient er, ne, Kohle und so. Also doppelte Kohle. Gut, okay. Und am Aschenmittwoch kriegt der Gronkh dreifach Kohle. Mann, keine Ahnung, wie ich jetzt darauf komme, aber egal. Hä? Da geht's weiter? Nicht wahr? Und das sehe ich erst jetzt? Und warum habe ich jetzt keine Fackel mehr? Na gut, so weit geht's jetzt auch nicht weiter. Dann crafte ich jetzt noch ein paar Fackeln, ein paar neue, mit der Kohle, die wir gerade gesammelt haben. Gut, ohne Fackel in der Höhle kann tödlich sein. Deswegen sollte man immer Holz dabei haben. Haben wir auch jetzt da? Gut, dann gehen wir weiter. Wie geht's weiter, genau? Gut, noch schnell schauen, ob alles sicher ist. Weil ich bin ja in Höhlen immer so misstrauisch. Ja, genau, ich bin misstrauisch. Wahrscheinlich von der Oberfläche. Kommt der Zombie. Gut, da haben wir ein kleines Löchchen noch da gelassen. Offen gelassen, meine ich. Ich will hier eine Fackel platzieren. Okay. Alles klärchen, dann tun wir das jetzt freiräumen. Erst noch schauen, ob alles sicher ist. Ja, gut. Gut, ein wichtiger Tipp für Höhlenerkundungen. Erst alles erleuchten und dann die Rohstoffe mitnehmen. Alter, da kann jetzt jederzeit ein Creeper angeschwemmt kommen. Verdammt, das Wasser kommt wahrscheinlich vom Meer oberhalb.
Kackwasser! Ich warte jetzt. Das könnten wir vielleicht als kleine Monsterfalle nehmen jetzt, so? Ach, scheiß drauf. Komm, ich springe jetzt einfach ins kalte Wasser. Wortwörtlich. Ich wette, da kommt gleich was runter. Nee, okay. Aber wo kommt der Zombie her? Oberfläche. Ah, da ist er ja. Wie kommst du denn da her? Wie kommst du da hin? Rede, wie kommst du dorthin? Das ist ja voll leichte Beute hier, so. Verdammt. Dieses Wasser ist vielleicht ekelhaft. Okay, dann mache ich mal so. Ich baue jetzt mal einen kleinen Staudamm hin. Nein, nicht so. Mann, das ist ja fast so wie in Ostdeutschland. Verdammt, keine Erde mehr. Aber hier. Gut, dass ich noch einen Stack gesammelt habe. Noch da mitgenommen habe. So. Gut, das sollte jetzt einiges wieder freilegen. Aber mir ist es nicht immer noch nicht so geheuer, deswegen baue ich jetzt noch so einen kleinen Wald dorthin. Ja, das ist auch eine Möglichkeit, Höhlen zu erkunden. Einfach Mauern bauen, um die Monster abzuleiten. So, dann killen wir mal den Zombie, bevor er despawnt. Mann, ein elender Tod. So würde ich nicht sterben wollen. Aber der ist eh schon tot, also haben wir ihn quasi nur erlöst. Gut, wir schauen das später nach. Erstmal hier wieder die Ressourcen mitnehmen. Fressen muss ich auch mal wieder was. Okay. Ein bisschen Eisen. Wie viel Eisen haben wir jetzt momentan? 22. Geht eigentlich. Wenn man bedenkt, dass es nur eine ganz kleine Höhle ist, das ist schon eine Ausbeute, 22 Eisen. Na, hier ist sogar noch mal ein bisschen Eisen. So, ich habe euch ja im letzten Part gesagt, wir werden eine große Höhlenerkundung machen. Das heißt, wir werden wohl eine größere Höhle als diese hier finden müssen. Boah, dieses Wasser, das ist so eklig. Plus Leck, das ist doppelt so eklig. Ich glaube, ich mache hier mal frei. Ah. Wegen dem Wasser sehe ich gar nichts durch dem Wasser durch. Weg da mit diesen Kackdings. Bah! Was für eine Arbeit. Was für eine Arbeit! Arbeite schneller! Konzentriere dich! So, jetzt. Gut, jetzt müssen wir nur noch schauen, was sich hinter dieser Wand befindet. Zuvor noch ein bisschen erhellen, nicht dass da was spawnt. Die Erde können wir eigentlich wieder wegklatschen. So, dann sehen wir vielleicht mehr. Aber ich glaube kaum, dass es hier weitergehen wird. Naja, schauen wir mal. Okay, das scheint wohl hier ein Sandstrand zu sein. Ich glaube, hier geht es nicht weiter. Hier geht es anscheinend nur ins Meer rein. Also den könnten wir quasi als Notausgang verwenden. Diesen Ort hier. Naja. Gehen wir weiter. Diese Wand, die könnten wir jetzt eigentlich auch wieder weghauen. Gut,
gut, wieder ein bisschen die Lage checken. Vorsicht ist die halbe Miete. Obwohl wir gar keine Miete zahlen, ne?